Rolle noch besser werden kann, braucht es einfach etwas Zeit und die Chance, sich zu beweisen. Morgen. Gut geschlafen? Oder schlecht geträumt? Deine Mutter beruhigt sich schon wieder. Mir würde es ja ein bisschen helfen, wenn sie mich nicht so ignorieren würde. Ich kenne das von meinem Vater. Aber weißt du, im Grunde genommen ist es ja deren Problem. Wir sind alt genug, um zu wissen, was wir tun. Du musst gleich reden, dein Vater ist auch nicht dein Chef. Soll das eigentlich noch so weitergehen? Hm? Was meinst du? Dass du mich ignorierst, das ist doch albern. Tja, fragt sich, wer damit angefangen hat. Inwiefern? Was ist denn daran albern, wenn ich mit Patrick zusammen sein will? Ich will, dass du meine Beziehung ernst nimmst, okay? Oder zumindest respektierst. Kann. Dass man sich ausprobiert, das ist ganz normal. Gut, bei den meisten passiert das in der Pubertät, aber du warst schon immer ein Spätzünder. Anne! Anne! Das ist jetzt echt gesagt, ja? Sag mal, sollen wir am Wochenende vielleicht mal wegfahren? Nach Paris oder so? Nee, ich hab Dienst. Ich dachte, einfach mal raus, Kopf freikriegen. Kopf freikriegen, ja. Also, ich habe immer geglaubt, dass meine Mutter zwar streng ist, aber mich im Grunde liebt, egal was ich mache. Das tut sie doch auch. Nee, tut sie nicht. Sie nimmt mich nicht ernst. Sie denkt, das alles ist nur eine Phase. Vielleicht solltest du ihr sagen, dass wir nicht nur Doktorspielchen machen. Wenn sie mich aus der Klinik rausekeln will, dann schafft sie das. Das glaubt mir mal. Sag mal, spinnst du? Was denn? Ich meine, wie soll es erst werden, wenn ich Assistenzarzt bin, hä? Zweifelt sie dann jede Diagnose an, dann kriege ich meinen Arsch ja nie hoch. Wieso? Kriegst du doch sonst auch? Das ist nicht witzig. Komm jetzt. Lass dich doch nicht unterkriegen. Ich muss mir echt was überlegen. Ich weiß nur nicht, was. Haben Sie vielleicht eine Minute? Oh, das passt jetzt überhaupt nicht. Es ist aber wichtig. Ja, für Sie vielleicht. Für mich? Nein. Aber für Kahn. Hat er Sie geschickt? Er weiß nicht, dass ich hier bin. Hören Sie, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Sie kommen mit der neuen Situation nicht zurecht. Okay. Diese Probleme haben wahrscheinlich die meisten Eltern, wenn sie feststellen, dass ihr Sohn schwul ist. Oh, mein Sohn ist nicht schwul. Ach nein? Nein. Wie würden Sie es denn nennen? Verwirrt. Nein. Er ist verliebt. Herr Keller. Patrick. Ich habe wirklich kein Problem mit schwulen Menschen. Wirklich, überhaupt keins. Außer es handelt sich um Ihren Sohn. Ich nehme an, das passt nicht so in den großen Plan, den Sie für ihn hatten. Wie Sie ja überhaupt sehr viele Pläne gemacht haben. Und Kahn, der muss darin funktionieren. Tut er es nicht, gibt's Liebesentzug. Wissen Sie, mein Vater hat mir eine gescheuert und mich einen Schwanzlutscher genannt. Das war furchtbar verletzend. Aber was Sie tun, ist eigentlich viel schlimmer als eine Ohrfeige. Sie sprechen ihm seine Sexualität ab. Kahn war bislang immer mit Frauen zusammen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Wenn er sich beruhigt hat? Ich glaube, das wird nicht passieren. Stattdessen könnte er aber die Klinik wechseln. Oder die Stadt. Wo soll er denn hingehen? Hauptsache weg von ihm. Irgendwo hin, wo er respektiert wird. Das Problem ist nur, ich möchte ihn nicht verlieren. Und ich weiß nicht, wie es ihm dabei geht. Als Mutter. Eine Minute ist um. Auf Wiedersehen. Patrick?
machst du denn hier? Warst du bei Dr. Klein? Nein. Okay, hast du mich gesucht? Oder ist was passiert? Warte, sag mir nicht, dass du bei meiner Mutter warst. Doch, ich musste da was loswerden. Mann, du musst das, weißt du, kannst ja nicht einfach zu meiner Mutter gehen. Was hast du ihr gesagt? Ich habe ihr gesagt, dass sie einen tollen Sohn hat, auf den sie stolz sein kann, auch wenn er Männer liebt. Oder noch besser, gerade deswegen. Meine Mutter ist meine Angelegenheit, verstanden? Meine. Du musst nicht denken, dass ich... Ach, Canan, du kennst mich doch. Ich habe es nicht so mit der Gefühlsduselei. Also, wenn du unbedingt mit einem Mann zusammen sein willst, dann... Patrick. Also, wenn du unbedingt mit Patrick zusammen sein möchtest und Frauen dich nicht mehr interessieren, dann... Dann soll es eben so sein. Anne, ich habe niemals gesagt, dass mich Frauen nicht mehr interessieren. Aber jetzt liebe ich Patrick. Es fühlt sich echt gut an. Aber was heißt das denn jetzt? Also, wenn dein Vogel nicht bald kommt, dann findet die Schulaufführung ohne uns statt. Vielleicht steckt er im Stau. Sag mal, wie weit bist du eigentlich mit dem? Für meinen Geschmack noch nicht weit genug. Ja, aber ich glaube, mit dem, Styling? Ja, genau. Könnt's klappen. Meinst du? Mhm. Ich weiß auch nicht. Bisher bin ich mit den Jungs eigentlich immer gleich im Bett gelandet. Aber Caro, weißt du, vielleicht ist auch genau das Problem. Denkst du auch, das könnte was Ernstes werden? Du... Da kommt er. Wieso hat er denn seinen Manager dabei? Sorry, wir waren im... Stau? Genau. Hallo, Patrick. Jens. Was habt ihr denn mit Jens genau vor? Ach so, ja, genau. Also, es wäre toll, wenn du nach dem Theaterstück Autogramme geben könntest. Und für die Autogramme muss gespendet werden, für die Rosenstein Kinderklinik. Ich glaube, für einen guten Zweck sind wir immer zu haben, oder? Klar, wenn es um Kinder geht. Super. Ich finde, live sieht er auch nicht so toll aus. Du, der ist eher auf einer anderen Baustelle unterwegs. Hm, das sehe ich. Ich aber auch. Ja. Ey! Oh. Ist das ein Mädchen geworden, oder was? Habt ihr super gemacht, übrigens.